Hallo Freunde, willkommen bei Demet Haushaltstipps. Heute habe ich ganz tolle Tipps für euch vorbereitet. Zum Beispiel, wie ihr dieses großartige Mousse au Cacolet zusammenschraubt. Hallo? Fick mich! Fick mich! Oh Mann. Die B-News. Für alle, die den anderen Clowns nicht vertrauen. Flappy Bird hat heute einen offiziellen Soundtrack bekommen. Der geht ungefähr so. Ich habe mehr Gin Tonic drin als draußen. Da quatscht mir die Alte schon wieder rein. Habe ich gedacht, machen wir doch mal so einen kurzen Überblick über das, was in der Gaming-Welt gerade so los ist. Und ich möchte, dass derjenige, der mich abonniert, einen Blowjob kriegt. Da reicht tatsächlich nur ein Klick. Finde ich persönlich eine sehr geniale Art und Weise, um Leuten zu helfen, die es wirklich nötig haben. Oh. Willkommen zurück. Du hast nur 5 Sekunden. Was? Sonst was? Und was wären schon die Bonus ohne ein richtig klasse virales Video? Herzlich willkommen zu den Bonus. What good do all of me you see? Hi, ich bin es David, hab kein Glas hintern und das ist nicht beeindruckend. Die wahrscheinlich bekanntesten Videospielbrüder Mario und Luigi gehen jetzt künftig getrennter Wege. Und einige von euch, oder wahrscheinlich sogar alle, gucken sich dieses Video an und fragen sich, was ist das denn jetzt hier? Ich stelle mir gerade wieder die Frage, wenn der Channel behind heißt, warum stehen dann alle vor der Kamera? Willkommen zurück zu den aus urheberrechtlichen Gründen umbenannten B-Nachrichtigungen. Bevor es jetzt losgeht, muss ich mich noch von meiner Freundin verabschieden. Oh, ist es schon wieder soweit? Ja, da gucke ich gleich mal auf meine nicht vorhandene Uhr. Ich war so begeistert von dem, was ihr diese Woche bei dieser tollen Community-Aktion abgeliefert habt, dass ich mir dachte, ich brauche das hier ja sowieso nicht mehr moderieren. Ihr macht das ja viel besser als ich. Ich danke nochmal für die vielen Einsendungen, die gekommen sind. Und da war, wie ihr gesehen habt, sehr kreatives Zeug dabei. Wer sein Video jetzt nicht wiedergefunden hat, ich hatte bei einigen Probleme, sie runterzuladen, beziehungsweise einige ließen sich auch gar nicht konvertieren, manche waren zu dunkel und bei anderen hatte ich wiederum kein Bild oder keinen Ton. Nicht böse sein, ich habe versucht, alle mit reinzunehmen. Hoffentlich machen wir das nächstes Mal wieder, war nämlich richtig lustig. You have no idea what's coming. Can you kill it? Wie die weiblichen Zuschauer unter euch wissen dürften, auf die Größe kommt es am meisten an. Diese Woche ging der Trailer zum neuen Godzilla-Film rum, der jetzt endlich mehr zeigt. Viele haben gesagt, er zeigt fast ein bisschen zu viel. Ich fand aber irgendwie die Mischung genau richtig, weil es immer noch zu viele Fragen offen lässt, die ich mir dann gerne im Kino beantworten lassen möchte. Auf jeden Fall merkt man, dass die Stimmung dann doch nicht ganz so düster ist, wie ich es angenommen hatte. Aber ey, mein Gott, sieht das awesome aus. Ich will den Film sofort und unbedingt und gleich sehen. Das lässt diesen grauenhaften Roland Emmerich-Film von 1900, ach ist mir egal, schon längst vergessen. Im Mai kommt das Ding endlich und ist eins meiner größten Must-Sees des Jahres. Snickers hat sich übrigens nicht nehmen lassen, dazu auch noch einen Werbespot zu machen und den finde ich richtig geil. Die Message dahinter ist nämlich, Godzilla ist eigentlich ein verdammt netter Kerl, es sei denn, er hat Hunger. How do you Godzilla's actually pretty cool, except when he's hungry. Withdraw the Snickers.
Und dann gab es diese Woche noch einen Trailer, der fast untergegangen wäre, wenn ich ihn nicht gefunden hätte und ihn hier in die B-News reingepackt hätte, damit ihr ihn sehen könnt und vielleicht weiter in die Welt spreaden könnt. Kennt ihr noch The Protector? Wahrscheinlich eher nicht, weil der lief nur in Amerika unter dem Titel. Hier in Deutschland hieß der Film Revenge of the Warrior mit Tony Jaa, dem Typen aus Ong Bak, der halt so Sachen mit seinen Füßen kann. Ja, also der kann quasi... Der kommt... Also... Naja, der Trailer zu Revenge of the Warrior sieht jetzt mal wieder richtig awesome aus, obwohl ich finde den Einsatz von CGI, den merkt man im Film deutlich an. Tony Jaa wird scheinbar auch nicht jünger und kann deswegen nicht mehr von alleine über irgendwelche Autos springen. Das hat so ein bisschen den Reiz von Revenge of the Warrior und Ong Bak ausgemacht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob Revenge of the Warrior 2 da nicht drunter leiden wird. Trailer sieht aber trotzdem ganz spaßig aus. Ich finde aber immer noch, wenn man dieses Jahr sich auf einen Actionfilm freuen sollte, dann auf The Raid 2. Bevor es am Wochenende wieder heißt, and the Oscar goes to, können wir hier ja mal ganz kurz darüber reden, wie die Oscar-Verleihung dieses Jahr aussehen könnte. Und ich glaube, eine so spannende Oscar-Verleihung gab es schon seit Jahren nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe vor vielen Jahren den Glauben an die Oscars verloren, weil da viel zu oft Sachen gewinnen, wo man sich einfach nur in den Kopf fassen möchte. Ich meine, Shakespeare in Love ist besser als Saving Private Ryan und Der schmale Grat. Geht's noch? Dieses Jahr sind in der Kategorie bester Film aber so viele geile Sachen. Dallas Buyers Club, Gravity, American Hustle, The Wolf of Wall Street, 12 Years a Slave, Captain Phillips. Ich habe mir während des Anschauens immer wieder gedacht, so, oh Gott, ich möchte dieses Jahr keiner in der Oscar-Jury sein. Ich könnte mich ja überhaupt nicht entscheiden. Trotzdem möchte ich mit euch gerne ein kurzes Oscar-Ratespiel spielen. Bis Montag habt ihr Zeit, denn am Sonntag, also morgen, ist die Oscar-Verleihung schon. Aber schreibt mir doch bitte unten mal in die Kommentare eure Oscar-Favoriten bzw. eure Oscar-Tipps. Wer glaubt ihr, wird gewinnen? Beim besten Film gehe ich ehrlich gesagt ganz stark davon aus, dass 12 Years a Slave gewinnen wird. Den fand ich persönlich ungefähr genauso stark wie American Hustle und der ist auch einer der größten Konkurrenten in diesem Feld, aber 12 Years a Slave hat bei den anderen Awards schon sehr viel gewonnen, deswegen glaube ich, der wird es machen. Und dann bei den Hauptdarstellern, ja ganz ehrlich, ich würde es ja Christian Bale gönnen, weil ich muss sagen, bei American Hustle, da haben die Schauspieler richtig gerockt. Amy Adams hat für mich diesen Film krass dominiert und die wird diesen Preis hoffentlich gewinnen. Wobei, wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen hört, soll Kate Blanchett wohl fast schon gesetzt gelten für ihre Rolle in Blue Jasmine. Und als Hauptdarsteller sehen die meisten Matthew McConaughey vorne, der für Dallas Buyers Club 25 Kilo abgenommen hat. Der hat richtig gut gespielt, aber ich fand Christian Bale noch ein bisschen besser. Mein Wunsch wäre Christian Bale, mein Tipp ist aber eher Matthew McConaughey. Ansonsten glaube ich fest daran, dass Gravity die Oscars dominiert. Wird. Alfonso Cuarón gilt fast schon als Gesetz für den besten Regisseur und in den technischen Kategorien wird dieser Film alles wegwischen. Die Effekte waren der Hammer, die Kamera war der Hammer, die Sounds waren der Hammer, sogar die Filmmusik war richtig gut. Und jetzt würde ich gerne eure Tipps noch hören. Bitte unten in die Kommentare. Zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre oder einen Oscar, vielleicht bringt ihn euch einer vorbei. Übrigens möchte ich euch passend zu den Oscars noch auf ein paar Videos aufmerksam machen, die diese Woche rumgegangen sind. Wie zum Beispiel das hier. Live After Pi ist eine Dokumentation über die Effektschmiede Rhythm and Use. Die haben unter anderem die Spezialeffekte für Life of Pi gemacht, also den Film mit dem Boot und dem Tiger, für den sie letztes Jahr einen Oscar bekommen haben. Und zwar 11 Tage, nachdem sie bankrott gegangen sind. Das ist eine sehr nachdenklich stimmende Dokumentation, die man aber gesehen haben sollte, wenn man sich für Film interessiert. Und wenn man so ein bisschen mal Einblick erhält, möchte, wie diese Filmwelt in Hollywood funktioniert und wie viel da gerade im Argen liegt. Denn wenn sich da nicht bald was ändert, dann könnten die ganzen CGI-Firmen alle bankrott gehen und wir haben bald keine Filme mit Effekten mehr. It's the process. You have to enjoy what you're doing. And I did. You know, I enjoyed it very much. Und wenn ihr danach so ein bisschen schlechte Laune habt, dann guckt doch das hier. Cinefix hat sich gedacht, wie sehen die Oscar-Nominierten dieses Jahres eigentlich aus, wenn Kinder sie nachspielen? Sehr, sehr coole Idee, die mich auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht hat. Mein Favorit ist ja The Wolf of Wall Street mit Kindern. How do I do that? Drugs. You want to sing a song? Sure. Mm-hmm.
Und als kleiner Tipp noch, wenn ihr auf Filme steht, dann schaut doch einfach mal in den Kanal der 1A4 Studios rein. Denn die machen da sogenannte Movie Speedrun. Das heißt, sie nehmen große Filmklassiker wie Zurück in die Zukunft, Matrix oder Star Wars und zeichnen die Handlung mit kleinen Strichmännchen in nicht mehr als einer Minute nach. Sehr, sehr witzig und sehr, sehr abgefahren. Vor allem, weil man immer wieder kleine Details in den Hintergründen bemerkt. Es gibt mal wieder was Neues von der GEMA. Wer hätte das gedacht? Wir alle kennen das ja. Wir wollen ein Video gucken, klicken darauf und dann kommt das hier. Und wir alle so... Skandal! Aber seit dieser Woche geht das nicht mehr, denn die GEMA hat einen Rechtsstreit gegen YouTube gewonnen, der ihnen jetzt untersagt, diese Tafeln einzusetzen. Denn da steht ja nicht viel mehr drin, als dass die GEMA dieses Video gesperrt hat. Und das ist faktisch falsch, denn die GEMA sperrt gar nichts, das macht YouTube selbst. Eigentlich müsste da stehen, dass YouTube und die GEMA sich immer noch nicht geeinigt haben. Denn die GEMA möchte für Musik, die in den Videos gespielt wird, Geld haben. Und YouTube, die sagen, naja, das ist aber viel zu viel, was die GEMA da haben will, das machen wir nicht. Und die Leidtragenden sind in dem Fall wir, die diese Sperrnachricht ständig bekommen. Für uns ändert sich nur so viel, dass da jetzt die Texte geändert werden müssen. Trotzdem wäre es schön, wenn sich die beiden endlich mal einigen würden. Ich würde gerne mal von euch wissen, wen ihr da eigentlich in der Schuld seht. Glaubt ihr, dass die GEMA aufhören sollte, überall Geld rausziehen zu wollen? Oder denkt ihr, YouTube ist vielleicht zu geizig, denn wenn sie Geld mit den Videos einnehmen durch die Werbung, dann sollen sie da gefälligst auch was für die Künstler abgeben? Ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, wo ich gespannt bin, was ihr dazu zu sagen habt. Das war eine relativ kurze News, aber wir wissen ja alle, in der Kürze liegt die Würze. Nee, irgendwie habe ich das anders gesagt vorhin. Nächste Woche geht es endlich weiter mit Wie werde ich Spieleredakteur? Und dann seht ihr, was passiert, wenn Aaron Troschke und ich wrestlen gehen. Und ihr erfahrt, warum ich so häufig bei Rap am Mittwoch rumstehe in letzter Zeit. Wobei das Video wahrscheinlich nicht diese Woche kommen dürfte. Aber da stehen ein paar coole Drehs an. Ich habe ja versprochen, dass ich ein bisschen mehr Spaß machen möchte. Ich möchte euch noch hinweisen auf einen Kanal von einem Kumpel von mir. Nino von High Five hat einen eigenen Kanal, auf dem er über Animes und J-Pop-Kultur spricht. Nino Taco heißt das Ding, hier kommt ihr dahin. Der macht jede Woche, so ich glaube ein oder zwei Videos, in dem er über die neuesten Animes, über coole neue Spiele und sonstigen Kram, mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen kann, aber von dem er richtig Ahnung hat, erzählt. Geht darauf, sonst wackere ich mit den Armen wie so ein Vollidiot.